Gesellschaft zur Förderung der Bodendenkmalpflege im Kreis Minden-Lübbecke. Was mir eine ganze Arbeit hier gefallen hat. Grundsätzlich fand ich es schön, dass es bei Null angefangen hat, dass wir also wirklich alles selber machen mussten, von der Organisation der Vitrinen, zur Bestückung der Vitrinen, zur Sortierung der ganzen Fundsachen. Wir haben Vitrinen neu beleuchten müssen, wo ich dann dementsprechend die Leuchtmittel für angefertigt habe. Das heißt wirklich, das Nachdenken, Lösungen finden, so dass es nachher auch gut aussieht und für alle vorzeigbar aufgebaut ist, so dass man der Öffentlichkeit das hier auch präsentieren kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Welche Erfahrung habe ich gesammelt und was nehme ich aus der Arbeitsgruppe mit raus? Also ich habe unterschiedliche Materialien kennengelernt, die ich in meinem ganzen Leben vorher noch nie gesehen habe und mit denen ich noch nie Kontakt hatte und mit denen ich auch arbeiten durfte, was für mich total spannend gewesen ist. Die Erfahrung, dass wir als Team unwahrscheinlich gut zusammen funktioniert haben, irgendwie immer zu einer tollen Lösung gekommen sind, alle auf Augenhöhe waren, nie irgendwie was für blöd abgeschmettert wurde, sondern wir haben irgendwie immer alles ja zu gemeinsam entschieden und gemeinsam zum Abschluss gebracht. Das fand ich irgendwie richtig toll. Ich als Lehrerin habe tatsächlich eine ganze Menge gelernt, von dem ich vorher überhaupt nichts wusste. Ich habe zum Beispiel ganz neu wieder wertgeschätzt, was unsere frühen Vorfahren hier in der Region schon handwerklich und von ihrem Know-how her konnten und wussten und dass wir so viele Hinterlassenschaften dank der Brinkmann-Sammlung hier sichten konnten, aufarbeiten durften und letztlich auch ausstellen können. Ich habe gelernt, zum Beispiel, wie man eine zerbrochene Urne restauriert und zusammensetzt, hatte ich vorher überhaupt keine Ahnung von, wollte ich aber unheimlich gerne mal machen. Und dank Unterstützung, die man hier auch immer bekommen hat, hat die Umsetzung sehr viel Spaß gemacht. Ebenso die Gestaltung der Schaukästen oder das Basteln von so Kleinigkeiten, die Arbeit im Team. Die Leute waren für mich alles vorher Fremde, und aber mit einem gemeinsamen Interesse an der Archäologie. Und das hat uns verbunden und quasi den roten Faden bis jetzt immer zusammengehalten. Es war eine tolle Zeit. Wir sind hier bei Null gestartet, und ob ich mit dem Resultat, wo wir heute stehen, ob ich das so erwartet hätte, ich finde die Entwicklung, die wir in der Arbeitsgruppe genommen haben, schon sehr rasant. Wenn ich mich erinnere, der erste Eindruck, den wir hatten, als wir in den Keller gegangen sind und quasi von der Menge des Materials in Bananenkisten und alpenfeuchten Zeitungspapier verpackt quasi erschlagen wurden, und wie wir angefangen sind, die einzelnen Fundstücke zu säubern und neu zusammenzusetzen. Und wenn man sich heute umguckt, auch in den jetzt zwischenzeitlich gestrichenen Räumen mit Elektroinstallationen versehen, finde ich schon sehr rasant. Und ich glaube, es sind 1,5 Jahre, die wir jetzt am Werkeln sind, ist das schon eine tolle Leistung. Und man muss ja auch bedenken, dass wir quasi nur 2-mal im Monat zusammenkommen. Und manchmal fällt es auch aus. Und das Ziel ist weiterhin der Mai, wo wir fertig werden sollen. Und ich glaube schon, mit dieser Teamleistung, die wir hier leisten, schaffen wir das auch. Ja, ich bin hier sozusagen der Einzige, der beruflich mit der Archäologie zu tun hatte. Ich würde mich jetzt selbst auch nicht als Experten bezeichnen, sondern ich habe mir das auch über Jahre angeeignet. Und wie ich mit den Menschen klargekommen bin, relativ gut. Wenn da irgendwas gesagt wurde, nee, mach das mal so oder versuch mal das und das, dann wurde das aufgenommen. So wie sich das eigentlich ein Lehrer in der Schule wünschen würde, würde ich jetzt mutmaßen. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, da auch so ein bisschen den Anleiter zu mimen und
dazu sagen, in die Richtung gehen wir. Und wenn ich dann selbst irgendwie vor einer Frage stand, die ich nicht beantworten konnte, hat man halt zusammengeschaut. Was machen wir da? Hat sich informiert, hat sich auch von Experten, die das Ganze beruflich machen, nochmal Ratschläge eingeholt. Und ich denke, wir können auf ein gutes Resultat blicken.